In diesen Zeiten wird sehr viel und von vielen auch sehr laut geschimpft und geklagt. Und viele tun dies auch aus guten Gründen. Eine Gruppe aber geht in diesem Stimmengewirr etwas unter. Was sagen eigentlich die Jugendlichen zu all dem? Das Elternhaus in Aufruhr, die Schule ein Problem, die Abschlussprüfung im Ausnahmezustand, die Ausbildung auch. Aber Jugendliche sind ja nicht nur Schüler. Was ist mit ihrer Sicht der Welt, ihrer Meinung, ihren Ängsten? Diesen Fragen ist eine Studie nachgegangen, die heute vorgestellt wurde. Keine Schule, kein Vereinssport, kein Shopping. Seit Wochen steht auch die Welt von Jugendlichen Kopf. Ja, man kann sich halt nicht mehr so gut mit Freunden treffen, weil das alles so eingegrenzt ist. Ja. Wenn es jetzt warm wird, Freibad oder sowas, wenn man jetzt nicht die Möglichkeit hat, an Badesee zu fahren, dann fehlt das auch total. Doch diese Sorgen werden laut Forschern der Universitäten Hildesheim und Frankfurt am Main kaum ernst genommen. Ergebnis einer bundesweiten Umfrage bei rund 6.000 Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Es gibt von Seiten der Jugendlichen große Kritik, dass eben hohe Erwartungen an sie gestellt werden, dass sie da auch funktionieren, dass sie das schaffen, ihre Zeit zu strukturieren, die Aufgaben zu bewältigen, sie teilweise gar keine oder wenig Resonanz aus der Schule bekommen. Und wenn eben eher in ihrem Schülerdasein angesprochen werden und wenig gefragt wird, wie geht es dir gerade? Fast die Hälfte der Jugendlichen gab laut Studie an, nicht den Eindruck zu haben, dass ihre Sorgen gehört werden. Eltern seien oft selbst überfordert oder von Arbeitslosigkeit bedroht. Auch beim Sorgentelefon, der Nummer gegen Kummer, haben Anrufe in den letzten Wochen zugenommen. Chatanfragen sogar um fast 30%. Ein Thema bei uns am Kinder- und Jugendtelefon war schon immer das Ritzen. Und das ist auch deutlich zugenommen, dieses Thema. Und ein weiteres Thema ist sexueller Missbrauch bis hin zu Suizidgedanken. Unser Motto ist ja wirklich, wir sind da, wir hören zu, darüber reden hilft. Und das ist das, was wir den Kindern und Jugendlichen auch versuchen mitzugeben, zu sagen, rede darüber. Die Forscher aus Hildesheim und Frankfurt fordern Politiker auf, Jugendliche und ihre Probleme bei allen Corona-Maßnahmen mit einzubeziehen. Denn die psychische Belastung durch Homeschooling und andere Auflagen sei groß.